Hallo, liebe Deutschlernende. Es ist wieder so ein herrlicher Tag in Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier ist total blauer Himmel. Heute möchte ich mit euch darüber reden, dass wir alle ein bisschen dumm wirken, wenn wir eine neue Sprache lernen. Und das ist ganz normal. Das ist ganz normal, ja. Aber es ist auch sehr frustrierend. Wenn wir eine neue Sprache lernen, dann können wir uns nicht so gut ausdrücken wie mit unserer Muttersprache. Wir haben ganz viele Dinge, die wir sagen wollen und ganz viele schlaue Dinge, die wir sagen wollen, aber wir können sie einfach nicht ausdrücken. Es fällt uns so schwer, die Wörter zu finden. Und ich glaube, das ist auch oft ein Problem, wenn es um Ausländer geht. Vielleicht ein Grund, warum viele Leute Ausländern abgeneigt sind. Ja, sie sehen einen Ausländer und dieser Ausländer kann nicht gut Deutsch oder was auch immer meine Muttersprache ist. Und ich denke mir so, ach, der weiß ja gar nichts, der ist ja total dumm. Ja, der sagt ganz banale Dinge und der bildet ganz einfache Sätze, der weiß ja gar nichts. Ja. Und in Wirklichkeit könnte das vielleicht ein Arzt sein, ein Doktor, ein Professor, ein hochgebildeter Mensch. Aber dadurch, dass er die Sprache nicht so gut kann, wirkt er sehr dumm. Und ich denke, das sollte man sich im Kopf behalten, wenn man mit Ausländern zu tun hat. Wenn man auf Ausländer trifft, denke ich, sollte man sich immer sagen, okay, ich weiß nicht, ob sie dumm sind oder schlau oder irgendwie was dazwischen. Ich werde erstmal nicht über ihre Intelligenz urteilen oder zumindest nicht basierend auf dem, was sie sagen. So wie sie sich ausdrücken, sagt es gar nichts darüber aus, wie schlau sie wirklich sind. Ja? Und ich tendiere eher dazu, andersrum zu gehen. Ja? Also gerade bei Deutschlernen denke ich mir so, wow, Deutsch ist so eine schwere Sprache. Und die sprechen es trotzdem. Die sind bestimmt alle total schlau. Ja, das denke ich mir eigentlich jedes Mal, wenn ich Kommentare von euch sehe, denke ich jedes Mal, wow, dass die den Mut haben, einen Kommentar auf Deutsch zu verfassen. Und ja, manchmal sind ein paar Fehler drin, aber hey, sie haben sich gut genug ausgedrückt, dass ich vollkommen verstehen kann, was sie mir mitteilen wollen. Ja? Oh. So ein schöner Tag, aber windig. Jetzt wird's windig, ja. Aber die Sonne scheint noch. Das ist die Hauptsache. Keine Wolken am Himmel, aber Wind. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen, ne? Ja, und das ist die Sache mit Ausländern. Und das ist auch eine Frustration, die man selber spürt. Ja, ich spüre sie auch. Immer wenn ich Italienisch spreche, denke ich mir, oh, ich will eigentlich ganz viele schlaue Dinge auf Italienisch sagen. Aber ich schaffe es nicht. Ja, mir fallen die Wörter nicht ein. Ja, und ich glaube, so geht es dir auch häufig, wenn du Deutsch sprichst. Ja, dann denkst du auch, ah, ich will so viele tolle Dinge sagen, aber ich kann mich nur beschränkt ausdrücken. Es gibt bestimmte Dinge, die ich nicht sagen kann. Ja, das war mein Gedanke des Tages. Wir wirken alle ein bisschen dumm, wenn wir eine Fremdsprache sprechen. Das ist nicht nur bei dir so, das ist auch bei mir so. Und ich für meinen Teil gehe immer davon aus, dass mein Gesprächspartner sehr, sehr schlau ist. Es sei denn, er tut etwas Dummes, ja, dann denke ich vielleicht anders, ja. Aber wenn jemand nur redet und es ist eine Fremdsprache, dann denke ich mir, vielleicht ist er ganz, ganz schlau, ja. Gut, das waren so meine Gedanken und ja, wenn du willst, kannst du mir auch deine Gedanken in den Kommentaren mitteilen und ja, erzähl doch mal, wie es dir so geht, wenn du Deutsch sprichst. Fühlst du dich dumm oder wie fühlst du dich? Welche Erfahrungen hast du mit Ausländern gemacht, ja? Mit Ausländern, die deine Muttersprache nicht sprechen, wie wirken sie auf dich? Ne? Ich bin gespannt. Okay, das war's und wir sehen uns morgen. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls du Deutsch effektiv lernen möchtest, dann gibt es keinen besseren Ort als die Authentic German Learning Academy. Dort kannst du Deutsch mit
Spaß lernen und du lernst viel Neues dazu. Wir sehen uns dort. Besuche joingermanclub.com. joingermanclub.com und ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg. Bis dann.